natürlich der erste Gedanke ist immer 36, wenn man hier ankommt, ganz klar. Also man, die ganze Architektur deutet noch darauf hin, man kann sich auch vorstellen, was das aus der Sicht der Nazis eigentlich sollte. Und das ist eigentlich bis heute nicht anders. Er war natürlich ein Ausdruck der Großmachtsucht der Nazis, keine Frage. Also sowas hinzustellen und für Olympische Spiele zu nutzen, weitläufig, prachtvoll, aber auch so eine typische, ja, NS-Architektur, ohne Experte auf diesem Gebiet zu sein, ist da schon zu erkennen. Das wirkt alles unglaublich erschlagend, erdrückend, einfach wahnsinnig mächtig, einschüchternd. Es ist nichts wirklich Wesentliches daran geändert worden. Man erkennt den Kern der Nazi-Architektur natürlich immer noch und der bleibt auch bestehen. Und insofern manifestiert sich natürlich in so einem Gebäude auch eine Kontinuität über die gesamten Jahre und Jahrzehnte hinweg seit 1936. So. Außer dass man sich eben heute hinstellt und sagt, naja, ist ja alles schön friedlich geworden und jetzt tritt halt nicht mehr der Führer persönlich da in den Stand, sondern eben Mario Barth. Deshalb können hier auch noch die Statuen von Arno Preker ganz unproblematisch irgendwie weiterstehen. Das gehört halt dazu, wie Hertha BSC. Und das WM-Finale war 70 Jahre nach 1936, also einfach nur 7 Jahrzehnte später. Und die Kontinuität, die auch da drin steckt und die sozusagen auch die Vergangenheit in die Gegenwart hinüberzieht, scheint darin nicht aufzugehen, weil es offiziell auch nicht so gewollt ist. Also es wird, glaube ich, schon einfach ein Bruch angenommen und auch nach außen entsprechend so verkauft. Einer der scharfen Kritiker, vor allem in den 1990er Jahren, auch in der deutschen Erinnerungspolitik, war Eike Geisel. Vielleicht kannst du es kurz skizzieren, wie du ihn kennengelernt hast, wie du seine Texte kennengelernt hast. In den 1990er Jahren, gerade so auf der Hochzeit der ganzen Pogrome gegen Flüchtlingsheime, der großen Neonazi-Demonstrationen, der ganzen Anschläge, die es gegeben hat, ist schon klar geworden, hier stimmt irgendwas ganz grundsätzlich nicht. War noch recht jung damals, bin eigentlich so erst nach der sogenannten Wiedervereinigung so richtig politisiert worden und insofern auch eigentlich eher spät mit, oder erst spät mit Eike Geisel sozusagen, oder mit seinen Texten natürlich in Verbindung gekommen bin. Also nicht schon in den 80er Jahren gelesen, sondern erst in den 90ern. Und was mir zugesagt hat und was mich sehr angesprochen hat, war die sehr präzise und deutliche Sprache, die er verwendet hat, dass er die Dinge, die er kritisiert hat, auch scharf kritisiert hat, dass er Konsequenzen zugespitzt hat, dass er deutlich gemacht hat, was sind eigentlich die Konsequenzen aus dem, was so in dem wiedervereinigten Deutschland sich gerade abspielt. Was hat das eigentlich mit der Vergangenheit zu tun? Und als jemand, der erschüttert war über diese ganzen Anschläge, der erschüttert war über dieses neu erwachte Selbstbewusstsein, über diesen Taumel, der stattgefunden hat und der sich in diesem ganzen Taumel auch erst politisiert hat und der es da erst problematisiert hat, war Geisel jemand, der in gewisser Weise Halt gegeben hat. Also in meinem eigenen Umfeld, politischen Umfeld, hat Geisel nur eine sehr geringe Rolle gespielt. Das dürfte ganz verschiedene Gründe gehabt haben. Zum einen war Geisel einfach nichts heilig, auch keine wie auch immer gearteten linken Bewegungen.
die ja immer so gestrickt gewesen sind, dass sie sehr wenig Kritik zugelassen haben, dass sie sehr wenig Selbstkritik geäußert haben. Und Geisel hat vor nichts Halt gemacht, hat ja da genau, ganz besonders genau hingeschaut. Was machen die eigentlich? Und inwieweit sind sie nicht eigentlich auch ein Teil des Problems und kein Teil der Lösung? Das hat vielen Linken sicherlich nicht geschmeckt. Und Geisel hat auf der anderen Seite ja auf diesen absoluten Irrsinn hingewiesen, der darin bestand, dass es genau diese Vergangenheitsbewältigung gewesen ist. Das muss man sich immer in dicken Anführungszeichen denken natürlich. Diese Vergangenheitsbewältigung gewesen ist, die sozusagen einen eigenen Erwerbszweig aufgemacht hat. Also man muss überlegen, man richtet das Menschheitsverbrechen schlechthin an und später werden daraus Planstellen, später werden daraus wissenschaftliche Stellen, später werden dazu Seminare gehalten, die ganze Welt diskutiert irgendwie darüber und es entsteht wirklich ein eigenes Business daraus, das sich nur damit beschäftigt, dass Geisel mit der sehr treffenden Bezeichnung Shoah-Business umschrieben hat, womit er einfach meinte, so, dass da wird im Grunde genommen die Shoah noch moralisch und nicht nur moralisch, sondern durchaus auch monetär nutzbar gemacht. Das heißt, kommt so ein bisschen an den Punkt, das, was die Antisemiten immer den Juden vorwerfen, ihr zieht aus dem Holocaust noch euren Profit, ihr versucht uns zu erpressen, ihr versucht damit die Verbrechen der israelischen Politik zu rechtfertigen etc. pp. Also alles das, was der Antisemit den Juden vorwirft, geht sozusagen auf Seiten der Antisemiten selber darin auf. Sie haben es letztlich produktiv nutzbar gemacht. Es hat sich in, wie Geisel das formuliert hat, in Exportquoten ausgezahlt. Es hat sich aber auch in Kultur ausgezahlt. Geisel hat sehr großen Wert darauf gelegt, dass gerade die toten Juden sozusagen für die Deutschen im Prinzip eine Kultur geworden sind. Eine Kultur, der sie frönen. Vergangenheitsbewältigung, der eben auch darin besteht, sich selbst zu läutern. Also von einer Wiedergutmachung zu sprechen, aber die Wiedergutwerdung der Deutschen zu meinen, das ist das, was ja für Geisel immer sehr, sehr wichtig war. Die Wiedergutwerdung der Deutschen zu meinen, das also nicht zu tun, in kritischer Absicht sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, sondern um völlig affirmativ sich selbst zu läutern in der ganzen Angelegenheit. Man läutert sich selbst als Deutsche, man will auch wieder wir Deutsche sagen können. Das führt aber auch dazu, dass man sagt, naja, wir haben ja aus der Vergangenheit gelernt, während die Juden es jetzt treiben wie früher ihre Peiniger. Also sie haben aus Auschwitz nichts gelernt, obwohl sie doch wissen müssten, wie es dann immer heißt, was Intoleranz, Gewalt, Hass bedeutet, als ob das irgendwelche Kategorien wären, die da nur ins Extrem zugespitzt werden und ob es nicht Vernichtung um ihrer selbst willen gewesen wäre. Und insoweit es eben Israel betrifft, gerade Israel betrifft, macht man ihnen den Vorwurf, ihr treibt es jetzt wie die Nazis, ihr habt nicht begriffen, dass Auschwitz im Grunde genommen eine Besserungsanstalt gewesen ist. Ein weiterer sehr pointierter Ausdruck dessen, was du gerade beschrieben hast, stammt von Geisel, nicht das Shoah-Business, sondern die Vernichtungsgewinnler. Was fällt dir dazu ein? Dazu fällt mir vor allem eine Begebenheit ein, die Geisel, man muss schon sagen, zum Glück nicht mehr miterleben musste, aber die ihn natürlich in vielerlei Hinsicht bestätigt hat. Es gab zum 5. Jahrestag der Fertigstellung oder des Baus des Holocaust-Mahnmals in Berlin ein sogenanntes Bürgerfest. Zunächst mal gehört das ja auch in den Bereich dieser Absurditäten, dass man den 5. Jahrestag oder überhaupt einen Jahrestag eines Holocaust-Mahnmals feiert. Und auf diesem sogenannten Bürgerfest ist der Historiker Eberhard Jeckel aufgetreten. Kein ganz unbekannter Mann, muss man sagen, schon eher einer der wichtigeren Historiker in diesem Land. Und der hat den Satz gesagt, in manchen Ländern beneidet man die Deutschen um dieses Mahnmal, das größte Mahnmal der Welt. Beneidet man die Deutschen um dieses Mahnmal? Man muss sich die ganze Ungeheuerlichkeit solcher Aussagen, glaube ich, wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt also Neid auf eine Form von Vergangenheitsbewältigung. Und in anderen Ländern hat man leider nicht so leider keine Massenvernichtung ins Werk gesetzt und kann deswegen jetzt nicht mit so einem epochalen Monument aufwarten, wie das eben in Deutschland der Fall ist, wo man das in Berlin hingestellt hat. Und Jeckel hat weiterhin auch gesagt, wir können wieder
aufrecht gehen, weil wir aufrichtig bewahren. Das ist der Sinn dieses Denkmals und das feiern wir. Dazu muss man ja sagen, dass dieser aufrechte Gang, den man also da erst wieder gelernt haben will, den hat es also vorher offensichtlich nicht gegeben. Die Deutschen sind also, soll das wohl heißen, geduckt gegangen, gebückt gegangen. Vielleicht hat sie auch jemand geduckt oder gebückt. Man muss auch gar nicht aussprechen, wer das gewesen ist, weil man es in Deutschland sowieso immer weiß, wer das gewesen ist. Jetzt hat man das hingestellt, jetzt muss man das nicht mehr tun, weil man ja aufrichtig bewahrt. Und wenn man dann sagt, das ist der Sinn dieses Denkmals und das feiern wir, dann hat er auch etwas ausgesprochen, woraufhin Geisel mindestens implizit in seinen Texten immer hingewiesen hat. Es geht bei dieser ganzen Veranstaltung namens Vergangenheitsbewältigung nicht um die Juden, es geht um die Deutschen. Es geht darum, dass die Deutschen wieder gut werden und sie feiern sich da selbst und sie haben sich das Mahnmal hingestellt. Was bleibt, wenn so Leute sich hinstellen und genau das eigentlich ernst meinen, was Geisel immer polemisch zugespitzt hat? Kann man die Frage überhaupt beantworten? Eigentlich bleibt nicht mehr viel. Kaum jemand hat sich in den letzten Jahren die Frage gestellt, warum Kritik und Opposition in Deutschland so ausgebrannt waren, dass der Protest zu Wunderkerzen greifen musste, um sichtbar zu werden. Als sich keiner mehr rührte, waren endlich alle gerührt. Dass die vorgeblich kritische Öffentlichkeit auf das anhaltende Treiben von Mob und Elite so spät, so unpolitisch und pseudoreligiös reagiert hat, rührt daher. Die Deutschen, insbesondere deren selbsternannter besserer Teil aus Grünen, Christen und Friedensbewegten, haben in den vergangenen Jahren ihre gesamte politische Energie damit verbraucht, sich als Opfer darzustellen. Als Opfer Hitlers, dann der Siegermächte, des Kalten Krieges, der Nachrüstung, der Verseuchung, der kulturellen Kolonisierung und in regelmäßigen Abständen auch als Objekt moralischer Erpressung durch Israel oder das amerikanische Judentum. Die Deutschen haben sich nie als Bürger dieser Welt, sondern immer als Verdammte dieser Erde gesehen. Auch die Wiedervereinigung hat daran nichts geändert. Gab es vor dem Fall der Mauer 60 Millionen Opfer, so hat sich die Zahl nun um 17 Millionen Insassen einer Einrichtung erhöht, die nicht nur der Kanzler schon vor 1989 als Konzentrationslager bezeichnet hatte. Einige tausend Wächter muss man von dieser Zahl natürlich abziehen. Diese werden jetzt im Zug eines nachholenden Antifaschismus entnazifiziert. Und der Zeitpunkt ist abzusehen, wann Hitler und Honecker in einem Atemzug genannt werden und die Verstaatlichung von Produktionsmitteln als verschärfte Arisierung gilt. Unbeschadet der Tatsache, dass es nun entlang des Ost-West-Gefälles Opfer erster und Opfer zweiter Klasse gibt, nämlich die Opfer mit der Gnade der frühen Geburt und deren Nachäffer aus der Zone, übersteigt die Anzahl dieser eingebildeten Juden die Anzahl der Leibhaftigen in Deutschland um ein Vielfaches. Man könnte nachgerade sogar sagen, die Deutschen seien, wenn man sie beim Wort nehme, das größte jüdische Volk. Von vielfachen Ausdrucksformen völkisch geprägter Missgunst sind gegenwärtig hauptsächlich zwei Arten zu besichtigen. Der Neid auf die Opfer und die Eifersucht, die der jüdischen Erinnerung gilt. Kaum ein Argument wurde in der Diskussion über die Errichtung eines zentralen Denkmals für die ermordeten Juden so engagiert vorgetragen, wie der Bewunderung und Neid vereinende Hinweis, dass Juden fähig seien, kollektiv zu gedenken. Wie die Zoneninsassen einst nach Mangos und Kiwis, so gieren die wiedervereinigten Deutschen heute nach der Erinnerung und ihren Symbolen, nach Gedenkstätten und Denkmälern.
Diese sind die Südfrüchte der nationalen Identität. Das Verlangen nach einem Denkmal für die ermordeten Juden hatte als Bürgerinitiative begonnen und endete wie ähnliche Veranstaltungen der jüngeren Geschichte mit dem Bekenntnis „Wir Deutsche“. Dieser völkische Plural war einst an lebenden Juden vollstreckt worden. Dass sich auch tote Juden vorzüglich als Bindemittel fürs nationale Kollektiv eignen, das erfährt man verstärkt, seit sich die Landsleute als Deutsche verabredet haben, ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas zu errichten. Auschwitz war also doch noch gut ausgegangen. Dieser Unort war nicht das Massengrab nationaler Aufgaben und Verpflichtungen gewesen, vielmehr hatte dort die von Juden geschaukelte Wiege eines ganz besonderen Gemeinschaftsgefühls gestanden. Diese positive Auswirkung der Vergangenheit auf die innere Einheit der Deutschen beschrieb Wolfgang Schäuble folgendermaßen: „Ich mag dieses Land, weil es das meine ist, zu dem ich gehöre, zu dem ich stehe, ob Stolz oder Scham. Wie, ohne das Nationale, sollen wir denn noch Verantwortung für Hitler und seine Schergen tragen? Das geht doch nur, wenn wir Deutsche sind und uns dazu bekennen.“ Für ihren selbstlosen Einbau von Sinn in die deutsche Geschichte, für diesen jüdischen Beitrag zur neuen Selbstfindung, bedankten sich in diesem Sommer die Auslober des Wettbewerbs für das in Berlin geplante nationale Denkmal. Die Opfer von einst wurden sozusagen posthum zu Verdienstjuden ernannt. In Anerkennung ihrer Verdienste schenkt Deutschland den Ermordeten ein Denkmal. Diese waren zwar für nichts und wegen nichts umgebracht worden, aber vielleicht dafür, dass Lea Roche in marktgängiger Edelbetroffenheit wieder „Wir Deutsche“ schreiben konnte. Wir Deutsche, so heißt es im Begleitheft der Ausschreibung für das Denkmal, müssen ein weithin sichtbares Zeichen setzen, um in aller Öffentlichkeit zu dokumentieren, dass wir die Last dieser unserer Geschichte annehmen, dass wir aber ein neues Kapitel in dieser unserer Geschichte zu schreiben gedenken. Das Vergessen verlängert das Exil und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Diesen jüdischen Spruch hat sich die Politik der Erinnerung angeeignet. Da aber niemand mehr erlöst werden kann, weil diese Auskunft an der Geschichte zuschande geworden ist, soll die veranstaltete Erinnerung Erlösung von der Geschichte bringen. Die Deutschen wollen aus dem Exil, aus der Kälte der Gesellschaft, in die Wärme, in die Gemeinschaft. Sie wollen zu sich kommen. So ist aus der Asche der Ermordeten der Stoff geworden, mit dem sich der neue Nationalismus das gute Gewissen macht, jetzt können die Landsleute statt Menschen Deutsche sein. Was ich eigentlich hasse, ist, Leute ausführlich und in extenso lektorieren zu müssen. So. Von daher bin ich wahrscheinlich sogar ein Anti-Verleger. Und deshalb waren mir solche Leute wie Eike Geißel immer sehr recht, weil man an seinen Text nämlich so gut wie gar nichts zu machen brauchte. Muss ich vorausschicken, dass ich Anfang der 80er Jahre, als ich nach Berlin gezogen bin, Wolfgang Port sehr schätzen gelernt habe. Der war damals sehr präsent mit seiner Kritik an der Friedensbewegung.
Dann habe ich da bei ihm einfach mal nachgefragt, ob er nicht Lust hätte, bei dir mal was zu machen. Und er hat sofort zugesagt und hat mir dann auch gleich Eike Geißel vorgestellt, seinen Freund, und hat gesagt, guck, da ist jemand, mit dem kannst du dich gleich mal in Verbindung setzen. Ich weiß nur, dass Eike Geißel mir damals relativ schnell so ein Konvolut mit seinen Texten gegeben hat. Und ich war sofort sehr angetan, weil seine Texte sind nun mal, wie ich finde, was Außergewöhnliches. Und es gab ein sehr hohes Maß an Übereinstimmung. Wenn man sich seine Biografie betrachtet, vor allem seine politische Biografie, entstammt er ja eher aus dem klassischen deutschen linken Milieu, könnte man sagen. Er hat in den 1970er Jahren ein antizionistisches Buch veröffentlicht, zumindest herausgegeben. Mhm. Später folgte dann ein Bruch mit dieser Sichtweise und viel mehr noch, er hat ja begonnen, dann auch genau diese Sichtweisen in der Linken zu kritisieren. Kannst du dir diesen Bruch erklären? Also ich kannte damals Eike Geißel ja noch gar nicht, weil das war ja in den 70er Jahren gewesen. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit Wolfgang Porter mal drüber geredet, der damals ihn schon kannte, glaube ich zumindest. Und auch Wolfgang Port hat einfach nur sagen können, letztendlich war es ein Zufall gewesen. Und ich glaube auch, dass es sehr viel damit zu tun hatte, dass er die Hanna Levi Haas kennengelernt hat, mit der er dann auch ein längeres Interview geführt hat über ihre Zeit im KZ, auch ein Vorwort dazu geschrieben hat oder Nachwort, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wo ihm, glaube ich, dann auch schon in der konkreten Arbeit an dem Stoff sehr deutlich wurde, dass er da wahrscheinlich auf dem falschen Dampfer auch saß damals. Am Anfang war er ja selber an der Universität in Lüneburg gewesen. Da ist ihm wahrscheinlich aufgegangen, dass das nicht so das Richtige ist für ihn. Wobei er nichts dagegen gehabt hätte, eine, was weiß ich, Stelle zu kriegen, ja, und seine Pensionsberechtigung. Aber er wollte sich das nicht erkaufen für quasi eine vorzeitige Vergreisung. Ja. Und was ihm, glaube ich, wirklich gefallen hätte und was er wirklich gerne gemacht hätte, das wäre so eine Art, ja, privatgelehrter, Vortragsreisender. Er hat selber mal so formuliert und hat mir da mal in so einer kleinen Notiz eben geschrieben, jetzt, wo die ganzen Brüdern und Schwestern aus der Zone rübergekommen sind, sieht er sich das ganze Elend lieber aus einer Entfernung von 6000 Kilometern an. Aber das ist natürlich in gewisser Weise wahrscheinlich auch eine Koketterie gewesen. Ja. Aber es stimmt natürlich auch, dass ihn die Verhältnisse so Mitte der 90er Jahre wahrscheinlich schon ermüdet haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also wir haben schon auf ihn gelastet. Wenn man sich so dezidiert aus dem Fenster hängt und sich so auseinandersetzt mit seiner Kritik und ja auch so viel Mühe gibt, ja, dass er nicht einfach nur so hinwirft, sondern das ist ja für ihn auch immer ein großer Aufwand gewesen. Ja. Und das hat man ihm schon angemerkt. Ja. Und wenn da keine Reaktion kommt und das verpufft und das Ganze immer im marginalen Bereichen bleibt, dann muss man schon eine richtig dicke Haut haben und ein richtig dickes Fell, um eben nicht mal sowas wie eine Verbitterung zu zeigen oder ein Überdruss oder ein Ärger. Aber Anbiederung kam scheinbar für ihn nie in Frage. Nee, aber er hatte, glaube ich, auch nie das Gefühl, ich hatte ja auch nie das Gefühl, ich sollte mich jetzt irgendwo anbiedern. Also das bringt in der Regel ja auch gar nichts. Seine Dissertation schrieb er über Marx. So, Marx war auch
grandioser Polemiker, wie wir wissen. Er hat sich an der Frankfurter Schule, an Adorno, natürlich war er geübt oder geschult. Zusammen mit Wolfgang Port hat er sich mit Sicherheit da auch drüber verständigt auseinandergesetzt. Ja. Und Hannah Arendt. Und Hannah Arendt war auch in der Hinsicht eine brillante Autorin gewesen. Und das sind schon mal drei Vorbilder, wenn man so will, die so einen Stil nahelegen. Ja. Und dieser apodiktische Stil ist eigentlich eher selten. Und vor allen Dingen dieses Dezidierte, auch dieses immer so ein Wortspiel einzupacken in seine Schriften, in seine Artikel, sehr dicht zu schreiben zum Beispiel, ja, also nicht irgendwie Ausschweifungen oder hat es gehasst, jetzt einfach nur banale Sätze hinzuschreiben, ja. Es musste immer sehr pointiert sein und was er natürlich auch geliebt hat, ja, so diese Umkehrungen, ja, von Kritik der Elend und das Elend der Kritik, so zum Beispiel solche Sachen, ja. Ich glaube, dass die Art und Weise seiner Texte nur zu der damaligen Zeit möglich war. So. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass niemand mehr diesen Stil oder diese Art von Text mehr pflegt. So. Wahrscheinlich aus guten Gründen, weil er zu aufwendig ist und weil der Ertrag natürlich auch zu gering ist. Ja. Die Art und Weise, darüber zu schreiben, kann man wahrscheinlich nach wie vor. Ja. Warum nicht? Ja. Viele Leute werden vielleicht sagen, okay, das ist veraltet oder eben nicht zeitgemäß oder wie auch immer. Die Verhältnisse haben sich sicher verändert. Das, was Geisel als Prozess beschrieben hat, ist vielleicht heute in seinem Ergebnis anzusehen. Also als Stichwort die Wiedergutwerdung der Deutschen. Würdest du sagen, dass angesichts der Verhältnisse heute es auch einen Verfall der Möglichkeit von Kritik gibt? Ihre Wirksamkeit. Also kritisch mit den Verhältnissen sich auseinandersetzen kann man natürlich immer. Das ist ja immer das Problem, inwieweit sowas wirksam wird. Und man darf sich auch keine Illusionen darüber hingeben, dass das immer ein sehr marginaler Bereich ist, ja, in dem man da oder in dem Eike Geisel operiert hat, also auch schon damals. Ja. Und das Einzige, wo er das mal wirklich durchbrechen konnte und auch durchbrochen hat, das war eben diese Geschichte mit John Sack. Ein Buch über die Nachkriegszeit mit dem, jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt, der These, dass die Juden in der Nachkriegszeit in Polen mit den Deutschen ähnlich verfahren sind wie die Deutschen mit den Juden während der Kriegszeit. So. Das hat er im Vorfeld mitbekommen, hat eine großartige Kritik dazu geschrieben, die in Konkret und der Frankfurter Rundschau parallel erschienen ist, worauf Pieper, wo das Buch erscheinen sollte, das Buch zurückgezogen hat. Und das ist natürlich tatsächlich mein Erfolg, weil es nämlich daraufhin eine sehr weite und große, ja, kann man sagen, sogar Feuilleton und Debatte stattgefunden hat, die damals so ein bisschen länger und intensiver angedauert hat, wie sie heute stattfinden, wenn überhaupt eine stattfindet. Und das Überraschende aber war damals, fand ich, dass die meisten Beiträge und die meisten Journalisten John Sack ein gewisses Verständnis entgegengebracht haben. Einschließlich Taz, was ich damals am allererstaunlichsten fand. Ja.
Der hat eben damals zum Beispiel gesagt, ja, Eike Geißels Kritik zeugt von Kälte und Unnahbarkeit, wo man sich natürlich fragt, ja, soll man diesem John Sack mit seinem Buch Empathie entgegenbringen? Es ging ihm mit Sicherheit nicht um irgendwelche Kompromisse. Ne? Wenn man so will, hat er den Leuten seine Position auf den Tisch geknallt und hat gesagt, hier, ja, so mehr oder weniger friss oder stirb. Er wollte lieber im Streit quasi enden oder er wollte zumindest eine gewisse Reaktion bei den Leuten bewirken, weil er gedacht hat, weil ich auch denke, dass da mehr Erkenntnisgewinn drin liegt, ja, als den Leuten einfach nur mitzuteilen, ja, es könnte so sein, könnte aber auch anders sein. Das wird in der Regel ja auch eher als langweilig empfunden. Dann aber auch mit der Gefahr, dass man sich irrt? Ja, sicher. Wahrscheinlich schon. Wobei, ich glaube, bei Eike war das eher ausgeschlossen, dass er sich irrt. Dieses Empfangskomitee für die Flüchtlinge, ja. Diese massenhafte Empathie, die man denen da entgegengebracht hat, ja, um zu zeigen, so die guten Deutschen, wir sind doch gar nicht mal so wie früher. Genauso wie die abgefackelten Heime, in denen Flüchtlinge untergebracht wurden. Das sind beides Momente, glaube ich, die Eike immer noch kritisieren würde. Ja. So, oder sich zumindest fragen würde, was steckt dahinter, hinter dieser Aufnahmebereitschaft? Ja? Also warum ist das so? Warum ist das ein Massenphänomen und warum setzt sogar die Kanzlerin darauf? Mein Lieblingsbonmot war immer, ich habe nichts gegen Deutsche, einige meiner besten Freunde sind Deutsche. Das war ja eben abgeleitet von diesem von dem Spruch, ich habe nichts gegen Juden, einige meiner besten Freunde sind Juden. Ein Spruch, der ja tatsächlich ganz ernst gemeint war und von Leuten kam, die sich eben nicht beschuldigen lassen wollten, antisemitische Stereotypen zu wiederholen. Die haben das meistens ins Anschlag gebracht. Wieso? Ich kann doch gar kein Antisemit sein. Ich kenne einige meiner besten Freunde, sind Juden. Ja. Und genau darüber hat er sich mit diesem Bonmot immer sehr lustig gemacht. Das ist mir natürlich im Gedächtnis geblieben. Berlin ist der Ort, an welchem die deutsche Nachkriegsgeschichte für alle sichtbar zu Ende geht. In ihrem historischen Zentrum ist die Stadt eine Großbaustelle.
Hier entstehen gegenwärtig nicht nur Konsumkathedralen und Büropaläste, die architektonischen Siegeszeichen des Privateigentums und der freien Marktwirtschaft. Hier werden auch Fassaden alter Häuser restauriert, die mit ihren zahllosen Einschusslöchern noch davon zeugen, wie widerwillig sich die Deutschen im Frühjahr 1945 von den Alliierten befreien ließen. Andere Monumente der jüngeren Geschichte sind längst geschleift. Der kolossale Lenin ist zersägt und abtransportiert, die Berliner Mauer abgetragen. So sehr diese beiden steinernen Untaten an die Teilung der Welt in zwei Gesellschaftsordnungen erinnerten, so sehr gemahnte freilich die Berliner Mauer noch an etwas anderes als die Systemgrenze. Sie zerteilte die Geschichte. Mit ihrem Fall brach deshalb nicht nur die Begrenzung eines von Deutschen erstmals für die eigene Bevölkerung errichteten Ghettos zusammen, sondern es verschwand auch das letzte Erinnerungszeichen daran, dass die Deutschen den Zweiten Weltkrieg doch nicht gewonnen hatten. Jetzt war wieder alles normal. Diese neue Unschuld hat freilich ihre eigenen Tücken. So sicher wie die nächste rassistische Schandtat, so unvermeidlich ist die nachfolgende Versicherung, es handele sich dabei um bedauerliche Entgleisungen, wie sie überall auf der Welt passierten. Je heftiger die neue Normalität beschworen wird, desto deutlicher tritt indes hervor, dass es sich dabei um eine Propagandalüge handelt, die der Imagepflege dienen soll. Seit dem ersten verbrannten Ausländer gilt die Sorge der Politiker weniger Leib und Leben der Bedrohten als dem Ansehen Deutschlands. Die Rückkehr zur Normalität wird am 14. November 1993 symbolträchtig begangen. Mit diesem Datum beginnt in Deutschland die Vorkriegszeit, denn mit der Einweihung der neuen Wache wird der offizielle Schlusspunkt hinter die Nachkriegszeit gesetzt, die nun ins Dunkel der Vergangenheit hinabsinkt. Bei Nacht, sagt ein Sprichwort, sind alle Katzen grau. Und so soll es nun auch den Toten gehen, die hinter der Losung, den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft, in einem Nebel standardisierter Trauer verschwinden. Anders als bei den Amerikanern ist Erinnerung in Deutschland eine höchst egalitäre Regung. Im Tod sind alle gleich. Juden und Deutsche haben als Tote nun einen gemeinsamen Platz gefunden. Nachdem sie alle umgebracht worden waren, hat man also den Juden in Deutschland das volle Bürgerrecht verliehen. Jetzt gehören die sogar, was früher im besten Fall peinlich gewesen wäre, richtig zur Familie. Deutsche und Juden sind nach der Vernichtung der Letzteren so enge Bekannte geworden, dass man eigentlich erst jetzt von einer symbiotischen Beziehung sprechen kann. Weil diese verwandtschaftliche Beziehung naturgemäß aber keinen lebendigen Ausdruck finden kann, haben die Deutschen entschieden, den Juden einen Platz im nationalen Familiengrab anzubieten. Dieser ist der Ort, an dem eine kulturhistorische Fiktion zur Wirklichkeit wird. Denn hier hat die bei jeder Gelegenheit beschworene deutsch-jüdische Symbiose ihre Erfüllung gefunden. Ob die Überlebenden es wollen oder nicht, in der Gedenkstätte werden familiäre Bande geknüpft zwischen dem Kriegsopfer Roland Freisler, dem bei einem Bombenangriff umgekommenen Henker des Volksgerichtshofs, und der in Bergen-Belsen elend verreckten Anne Frank. Hier ist von nun an der Geist einer postmortalen Volksgemeinschaft zu Hause, dem ein Kollektiv von unterschiedslos Hinterbliebenen Referenz erweist. Fünfzig Jahre lang wussten die Deutschen nicht genau, ob sie nun Täter oder Opfer oder beides ein bisschen gewesen waren. Mit der Errichtung der nationalen Kranzabwurfstelle in Berlin haben sich die ohnehin schwachen historischen Selbstzweifel erledigt. Wie die Mörder und Brandstifter der Gegenwart verständnisvoll als Opfer der Umstände, nämlich als Opfer der Asylantenschwemme, der Überfremdung und des Identitätsverlusts umsorgt werden,
So wird das Erinnerungszeremoniell an diesem Platz die Täter von gestern als Opfer in ein Gedächtnis einschließen, das keines mehr ist. Während auf jüdischen Friedhöfen sich die Wut gegen die Erinnerung mit der geschmierten Parole »Juden raus« austobt, womit ja nicht die Ausweisung der Handvoll Lebenden, sondern die Verbannung des Andenkens an Millionen ermordeter Juden gemeint ist, lautet die heimliche Devise an dieser säulenbewehrten Recyclinganlage deutscher Selbstvergewisserung »Juden rein«. Damit wird Erinnerung zur höchsten Form des Vergessens. Also was sich direkt an konkret ablesen ließ, bestand sein Verdienst hauptsächlich darin, an der Senkung der Auflage mitgewirkt zu haben. Das ist... Es hat seinetwegen Abokündigung gegeben. Aber selbstverständlich. Und auch Purz wegen und meinetwegen. Also wir haben halt das, was die anderen im Heft gemacht haben, die, sagen wir mal, mehr so eine liebe Volksfront-Linke, waren bei all den Verdiensten, die sowas ja auch hat, in Deutschland ist das ja immer noch nicht das Schlimmste, was man machen kann, aber wir haben das dann immer mit dem Arsch wieder umgeschmissen, was sich die klugen Taktiker, die bei uns auch geschrieben haben, so ausgedacht haben. Ich habe selbst Eike Geißel nur zweimal in meinem Leben gesehen. Einmal auf einem Konkretkongress war er eingeladen als Redner hier in Hamburg und einmal in der Humboldt-Universität, also als Zuhörer einer Diskussion, die ich dort anlässlich der Verfolgung des Marcel Reich-Ranitzky durch eine deutsche antisemitische Presse mit dem der polnische Agent und so diese Geschichte. Als ich da auf dem Podium saß, im Anschluss daran haben wir uns begrüßt und nett unterhalten, netter Smalltalk. Ja, und aus dem Nachruf, den Purz dann geschrieben hat, habe ich erfahren oder bestätigt gefunden, meine Einschätzung von Geisels Lebenslust und auch eines, ja, eines gewissen Bohemian-Habitus, den er hatte. Und da ich selbst, ja, wenn ich meinen kommunistischen Dienst hinter mir habe, im Konkretbüro nach Hause fahre, um bürgerlichen Feierabend zu machen, mit allem, was dazugehört, mit einer anständigen Flasche Rotwein und mich an den Herd stelle und was Vernünftiges koche, ist mir das natürlich ziemlich nah. Vielleicht ist es am klarsten zu sagen, wenn man den Unterschied zu seinem Freund Purz macht. Wenn Purz schreibt, dann schreibt einer, der mit dem Skalpell dabei ist. Wenn Geisel schreibt, dann schreibt einer mit dem Dreschflegel. Purz ist bei aller Schärfe seiner Argumentation, die auch sehr verletzend ist und provokativ ist, ist er doch jemand, der eher akademischen Maßstäben gerecht wird, als, ob er das will oder nicht übrigens, als Geisel, der es ganz bestimmt nicht wollte.
sondern der wusste, was seine Stärke ist. Und es ist ja nicht so, dass man sich dafür entscheidet, Polemiker zu sein oder Essayist in der Form, sondern das ist eine Charakterfrage. Man kann nicht als nicht polemischer Charakter Polemiken schreiben. Um richtig gut zu sein, hat er eine Form gehabt. Und das war die. Sie war le style c'est l'homme, sagen die Franzosen. Und sein Stil war ein polemischer, weil er ein polemischer Mensch war. Und Polemik ist ja durchaus was Lustvolles. Also Polemik ist ja eine literarische Kunstform und kein Schimpfwort. Natürlich, im Deutschen ist es ein Schimpfwort. Ein Schimpfwort, das im Übrigen auch die antisemitische Konnotation hat von runterreißen, zersetzen. So, das ist ja polemisieren, ja, alles schlecht machen, mies machen. Und so, das hat ja, gehört ja in diese Reihe. Polemik inkludiert ja Rücksichtslosigkeit. Und die meisten kritischen Texte sind ja doch von vielen Rücksichten geprägt. Sei es auf das akademische Umfeld, das man hat, sei es auf die Empfindlichkeiten von Lesern und so. Und Rücksichten machen bestimmte Erkenntnisse schwer, wenn nicht unmöglich. Und diese Rücksichtslosigkeit, die die Polemik hat, erlaubt einfach mehr Aufklärung als andere literarischen Formen. Ist im nachnarzisstischen, im postnarzisstischen Deutschland überhaupt eine andere Form der Erinnerung denkbar? Also eine, die nicht diese Wiedergutwerdung in den Mittelpunkt stellt? Ist sie denkbar angesichts der gesellschaftlichen Verhältnisse, die die Aufklärung ja dementieren, wie Geisel gesagt hat? Ja und nein. Sie ist denkbar in den Texten von Eike Geisel gewesen. Was die Gesellschaft damit macht, als gesellschaftliches Programm ist sie undenkbar. Das ist empirisch nachgewiesen. Es hat keine Wirkung. Ja, Geisel hat gesagt, Auschwitz hat sich ja dann auch nicht nur in Exportquoten, sondern auch in Kultur ausgezahlt. Na, und hat sich vor allem in der Außenpolitik ausgezahlt. Denn ich meine, in dem Artikel reißt die deutsche Außenpolitik seit Joschka Fischer spätestens. Wir haben Auschwitz bewältigt. Jetzt müssen wir denen zeigen, wie sie ihre Vergangenheit bewältigen. Dabei helfen wir ihnen in Jugoslawien und überall. Wir kommen jetzt, er fährt nach Griechenland und sagt, sie müssen jetzt ihre Vergangenheit bearbeiten. Wir haben da, können ihnen da nützliche Hinweise geben. Ja, wir haben das alles. Herr Gauck ist der Hauptreisende in diesen Handelsvertreter in Auschwitz Erkenntnis. Nein, das ist, ich habe es mal zugespitzt gesagt, hätten die Deutschen Auschwitz nicht erfunden, hätten sie es erfinden müssen. Das ist ein derart reißender Exportartikel. Geht wunderbar. Überall, und es hat auch noch Erfolg. Also, wenn ich liberale, englische oder US-amerikanische Zeitungen lese, da fasse ich mich an den Kopf, denke ich. Diese Lobesgeschichten, wie toll die Deutschen das gemacht haben, die haben nichts begriffen. Die begreifen nicht, was die Deutschen sind. Sie begreifen es wieder nicht. Wenn ich, der ich die Blutspur, die amerikanische Soldaten seit 1945 rund um die Welt gezogen haben, beschrieben habe, und jetzt sage, bei der Frage der Wiedervereinigung, Ami, stay here, mir wünsche, dass sie hier bleiben, um dieses Volk unter Kontrolle zu halten, dann ist das doch nicht, das ist kein Lobgesang auf irgendjemand, sondern das ist sozusagen, das ist das kleinere Übel. Das ist jede imperialistische Macht, jeder Staat, jedes völkisch definierte Kollektiv ist die Pest. Aber manchmal ist die Cholera halt doch schlimmer. Oder nicht so schlimm. Dass die Amerikaner es nicht zulassen werden, dass die Deutschen nochmal
irgendwelche Verheerungen auf diesem Kontinent oder anderswo veranstalten. Das ist eine Hoffnung, die ich habe, und die ist größer als die Hoffnung auf eine linke Opposition in Deutschland, die das verhindern wird. Hier wird überhaupt niemand nichts verhindern. Die gibt es nicht. Es gibt sie nicht. Und seit diese zweite sozialdemokratische Partei den Begriff die Linke usurpiert hat, ist er ja praktisch schon als Begriff nicht mehr zu gebrauchen. Der Unterschied ist, dass der größte Teil der politischen Linken sich an einfachen Manifesten, Parolen, drei, vier sogenannten Lehren aus der Geschichte orientiert. Wenn es ganz hoch kommt, ist das dann das, der Schwur von Buchenwald. Während das, woran ich denke, eine andere oder andere linke Autoren, denn das bleiben wir, aus einem bestimmten geistesgeschichtlichen Kontext argumentieren. Das heißt, da spielen Lektüreerfahrungen wie Karl Kraus, wie Adorno, wie die Frankfurter Schule, die auch nicht als zweifelsfrei links identifiziert werden, sondern denen die gleichen Vorbehalte entgegengebracht werden. Das Wissen um die Vergeblichkeit, um die Vorläufigkeit, um dass es nicht darum geht, dass wir nicht morgen die Revolution machen werden, dass wir, und wir werden nicht morgen das Winterpalais stürmen will, muss sich nicht heute so aufführen, als sei es so. Als müsse also das, müssen alle in einer Linie stehen und der geringste Widerspruch ist Verrat an unserem Vorhaben. Das alles, die spielen Revolution, wo es keine gibt. Wenn es keine gibt, ist die Freiheit groß, alles, was sich an Einwänden, an Kritik formulieren lässt, auch zu formulieren. Jetzt bist du Antisemit. Dieses Volk ist antisemitisch, ist es nun mal. Ja, alle geschönten demoskopischen Umfragen, zum Teufel damit. Das geht in die engste Umgebung. Ja. Wo immer man sitzt, wenn jemand meint, man sei unter sich. Jetzt ist das Problem. Es gibt aber keine Juden. Die sind ja alle umgebracht. Du triffst ja auf der Straße keinen Juden. Du kannst ja keinen Walter Rathenau, die gottverdammte Judensau, mehr umbringen, weil in Deutschland, in Westdeutschland jedenfalls, und Bundesrepublik, hat es in den Jahren seit 1949 nicht einen jüdischen Minister gegeben. Ja, also bring mal einen jüdischen Minister um, wenn es keinen gibt. Das muss nun ersatzweise an Israel vollzogen werden. Denn da gibt es. Und dann ist Israel natürlich kein sozialistischer Staat. Da hat Eike Geisel ja auch darauf hingewiesen, auf diese erste Phase, wo man noch die Hoffnung, wo die deutsche Linke die Hoffnung hatte, da werde ein sozialistisches Paradies in den Kibbutzim und so eingerichtet. Da entwickle sich was, was man vielleicht zusammen machen könne. Aber dann hat sich Israel dafür entschieden, oder die Juden haben sich dafür entschieden, es ein bürgerlicher jüdischer Staat, in einem bürgerlichen jüdischen Staat zu leben, was möglicherweise die einzige Chance des Überlebens in dieser Weltgegend war und ist. Also enttäuschen Sie uns hier auch schon wieder. Ich gebe zu, es ist trostlos, oder es wäre trostlos, gäbe es da nicht ein paar Autoren, die einem immer noch die Chance geben, was zu lernen, sich erschüttern zu lassen, sich aus seinen Gleisen heben zu lassen, zwischendurch provozieren zu lassen und die auch noch
zu einer Form fähig sind, die diesen Inhalten angemessen ist und darum eine gewisse Lust bereitet. Es gab noch nie in Deutschland eine derart große Ausstellung über Juden in der ganzen Welt. Und man muss, wenn man das etwas böse sagen möchte, die Deutschen nach Auschwitz haben es geschafft, Juden in der ganzen Welt hierher zu bringen. Also das ist eigentlich der Traum, wenn Sie so wollen, der Traum von Eichmann gewesen, der ja vorgehabt hat, in Prag ein Museum der untergegangenen jüdischen Rasse einzurichten. Und das, was Eichmann nicht geschafft hat, ist sozusagen heute mit guten Absichten natürlich, ist heute in Berlin geschafft worden. Das ist mit Sicherheit auch die Absicht, also zu zeigen, das Verbrechen ist deshalb so schlimm gewesen, dass die Deutschen begangen haben. Nicht, weil lebendige Menschen umgebracht worden sind, sondern weil eine Kultur untergegangen ist oder zum Untergang gebracht worden ist. Was ja nebenbei wirklich zu verschmerzen wäre. Es ist völlig egal, ob irgendwelche Kulturen untergehen. Das ist in der Geschichte des Öfteren passiert. Aber dass systematisch Menschen umgebracht werden, dieser Gedanke verschwindet natürlich bei dieser Ausstellung. Oder er wird umgebogen in den Gedanken, in den tröstlichen Gedanken natürlich auch wieder, dass man einen Kulturverlust erlitten hat. So ist man selber sozusagen der Leidtragende. Es ist die alte Geschichte, die kennzeichnend ist oder charakteristisch ist für den Kampf gegen Antisemitismus, wie ihn die Liberalen seit ungefähr 100 Jahren führen und auch als sinnvoll verstehen. Liberale gehen immer davon aus, die Antisemiten muss man davon überzeugen, dass Juden auch Menschen sind. Und wenn ich schon sagen, auch Menschen sind, wenn ich Jude wäre, würde mich dafür bedanken. Ein solcher Mensch möchte ich wirklich nicht sein. Und sie sind nicht nur auch Menschen, sondern noch viel wichtiger, sie sind natürlich Kulturträger, wie das im Deutschen heißt. Ja? So ein Wort, das immer an Hosenträger erinnert. Mit dieser guten Absicht gehen also die Ausstellungsmacher ans Werk. Also sie drehen das traditionelle antijüdische Stereotyp einfach um und sagen, nein, Juden, bei Juden gibt es keine Verbrecher, bei Juden gibt es keine Homosexuellen, bei Juden gibt es keine Gangster, keine Gauner, keine Proleten, das natürlich nebenbei auch. Ja? Und diesen Irrtum, den begehen also liberale Aufklärer und Politiker in Deutschland schon seit ungefähr 100 Jahren. Und sie werden keinen einzigen Antisemiten weniger machen durch diese Ausstellung. Ich meine, nach Berlin müssen nicht erst nur diese hochgerühmten Juden zurückkommen. Also es wäre viel besser, es würde eine ganze Reihe von anderen Leuten hier weggehen und nicht also hochgebildete, hochkultivierte Juden zurückkommen. Es hat was mit der Dürftigkeit und mit der Durchschnittlichkeit und mit der unsagbaren Langeweile, und der Provinzialität dieser Stadt zu tun, die durch die Wiedervereinigung nichts gewonnen hat. Einfach die Dummköpfe haben sich verdoppelt in dieser Stadt durch die Wiedervereinigung. Das ist alles. Der Alkoholpegel hat sich erhöht. Die Rückkehr, wenn man von der Rückkehr der Juden nach Berlin redet, ist natürlich Unfug. Keiner wird hier zurückkehren. Es gibt eine Reihe von Juden, die tatsächlich hierher kommen wollen. Und das sind Juden, die aus der Sowjetunion aus guten Gründen weg wollen. Aber wehe, sie stehen hier auf der Matte. Wehe, sie stehen hier vor der Tür und sagen, ich bin nicht Einstein, sondern ich bin Herr Schlomo Rabinowitsch aus Moskau und mein Beruf ist Taxifahrer. Die Leute hat man nicht gerne. Natürlich, wenn sie Mitglieder Leningrader Philharmonie gewesen sind, dann kümmern sich also gleich dutzendweise entweder die alternativen Kulturpolitiker um sie oder der Spiegel macht einen Artikel ausführlich, um zu zeigen, also genau solche Leute möchte man wieder haben.
In der begründeten Hoffnung, ihre Kunden verschmerzten dann leichter die rapide Verschlechterung ihrer Dienstleistungen, hat die Bundespost beschlossen, Briefmarken mit einem neuen Aufdruck zu versehen. Auf dem neuen Postwertzeichen steht nur noch Deutschland. Die Bezeichnung für die politische Form des Gemeinwesens Bundesrepublik entfällt. Wer seine Post nun mit noch größerer Verspätung erhält, darf sich mit der nationalen Botschaft des Aufklebers trösten. Wer künftig einen Brief frankiert, entrichtet keine bloße Beförderungsgebühr mehr, sondern einen Solidaritätszuschlag. Ab jetzt werden Beitragsmarken geklebt. Wer indes nicht nur mit der Zunge, sondern auch mit dem Herzen dabei sein möchte, wie die Bundesrepublik sich in Deutschland verwandelt, der schenkt dem kleinen gezackten Viereck weniger Aufmerksamkeit als den großen Symbolen, den Gedenkstätten, Museen und Denkmälern, in denen die Deutschen ihre nationale Identität verewigen wollen. Und das größte Symbol ist das Holocaust-Denkmal, das in Berlin errichtet werden soll. Waren die Juden Europas vor dem wegen nichts und für nichts ermordet worden, so sollen sie nun, ein halbes Jahrhundert nach Auschwitz, endlich den Profit abwerfen, den man damals nicht aus ihnen hatte ziehen können. Nach 50-jähriger Lagerfrist im Nirgendwo sind die Seelen der Ermordeten zu jenem süßen Stoff vergoren, durch dessen Verzehr die Deutschen endlich Geschmack an sich selber finden wollen. Und der Ort dieser frivolen Kommunion wird das Holocaust-Denkmal sein. Es wird zum Monument der Vernichtungsgewindler, die hier dann die Messe eines neuen Kollektivs zelebrieren, das sich wahlweise Erinnerungsgemeinschaft, Verantwortungs- oder Wertegemeinschaft, vorzugsweise aber, so die Initiatoren des Projekts, Land der Täter nennt. Dank der Ermordeten haben sie sich zu diesem Reich der dritten Art zusammengefunden, wie um die Plausibilität des Kollektivschuldvorwurfs auch im Nachhinein zu demonstrieren. Das künftige Holocaust-Denkmal ist vor allem Ausdruck eines heftigen Wunsches seiner Befürworter. Sie wollen lieber ein Land der Täter als gar keine nationale Kuschelecke. Das geplante Denkmal, konzipiert als nationale Weihestätte, ist freilich nur der rituelle Schlussstein einer jahrelang gepflegten Bemächtigungspraxis. In deren Verlauf haben sich die Landsleute bei Ausstellungen, Seminaren, Kursen und Betroffenheitsprojekten aller Unart über die imaginierten Eigenschaften der vertriebenen oder umgebrachten Juden hergemacht, um angeblich herauszufinden, was jüdisch sei. Am Ende sagen sie voller Inbrunst: Wir Deutsche. In der Bundesrepublik hatte die völkische Wahrnehmung und die Inbesitznahme der Ermordeten die Form einer kollektiven Selbsttherapie angenommen. Aufgrund dieser Erfahrung können nun viele Zeitgenossen den Juden wieder erklären, wie sie sich als solche zu verhalten hätten. Die Fernsehjournalistin Lea Roche war, wie sie einmal gegenüber der Zeit ausplauderte, über die Beschäftigung mit dem administrativen Massenmord zur Neigungsjüdin geworden, weshalb sich die arische Edith dann Lea rufen ließ. In ihrem Fall blieb es freilich nicht bei Neigung und Wahlverwandtschaft, also bei den durchschnittlichen Zudringlichkeiten, derer sich die Juden erwehren müssen. Sie unternahm den erfolgreichen Versuch, die toten Juden unter deutsche Vormundschaft zu bringen. Einspruch von den Überlebenden blieb aus. Lea Roche und ihren Mitstreitern zufolge sollte sich die Monstrosität des Verbrechens in die Dimension des Mahnmals übersetzen. Alle beteuerten ihre gute Absicht. Und genau die gilt es zu fürchten. Niemand hat bei dem Dreischritt von der Humanität über die Nationalität zur Frivolität je die Frage gestellt, mit welchem Recht sich Deutsche so fürsorglich an den Ermordeten vergreifen. Walter Benjamins Warnung, dass die Sieger vor den Toten nicht Halt machten, wäre für Lea Roche das Geschwätz ewiger Besserwisser.
Und warum melden sich die Juden nicht zu Wort gegen diesen Diebstahl ihrer Erinnerung? Sie sind die lebenden Ausstellungsstücke in einem Land, das kein nationales Holocaust-Museum braucht, weil es selbst eines ist. Ihre zaghaften Einwände nehmen sich aus wie Feigheit vor dem Freunde, dessen Zuneigung sie sich nicht sicher sein können. Je bohrender ihre Zweifel, desto heftiger schmiegen sie sich an die Macht an. Sie zahlen nun an Lea Roche den Preis für das Geschenk, das sie dem Kanzler gemacht haben. In der neuen Wache haben sich die Opfer den Tätern beimengen lassen. Jetzt müssen sie die Umklammerung durch den Sieger hinnehmen. Und irgendwann haben dann Eike und ich uns kennengelernt. Den Anlass weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur eins, es war nicht Liebe auf den ersten Blick, weil ich damals wusste, dass er auch in irgendwelche seltsamen antizionistischen Aktivitäten involviert war. Dann entwickelte sich das aber, weil er ließ von seinen antizionistischen Aktivitäten dann ab. Und ich habe dann gesehen, dass er trotzdem ein netter Mensch ist, vor allem ein kluger Mensch. Ich glaube, es fing an nach dem Fall der Mauer. Wir kannten uns schon vorher, aber so eine Art von freundschaftlicher Beziehung mit Austausch, mit Diskussionen, die fand später erst statt. Der Streit, den wir dann relativ schnell bekommen hatten miteinander, war über die Mauer. Das Erstaunliche war ja, dass Eike zwar ein Linker war, aber kein Kommunist und schon gar kein Bolschewik. Und er fand dieses DDR-Regime genauso gruselig wie ich und wie die meisten unserer Freunde. Aber als die Mauer dann fiel, dann war es ihm doch etwas unheimlich. Und dann war er doch beinahe der gleichen Meinung wie Günter Grass, dass die DDR als Strafe für die deutschen Verbrechen zwischen 1933 und 1945 erhalten bleiben sollte. Ich war nicht dieser Meinung und das führte da doch zu einem heftigen Zwist. Ich weiß, ich bin 1990 bin ich für ein paar Monate nach New York gefahren, weil Eike und ich dort ein gemeinsames Projekt hatten. Wir arbeiteten die Geschichte des Jüdischen Kulturbundes auf. Und wir haben damit angefangen, schon vor dem Fall der Mauer. Also es muss so vorher schon eine Beziehung zwischen uns gegeben haben, weil wir waren beide von dem Projekt völlig fasziniert. Kurz gesagt war es Folgendes. Als alle Juden aus deutschen Kulturanstalten hinausgetrieben wurden, also aus Theatern, Universitäten, Bildungseinrichtungen, haben sie eine eigene kulturelle Einrichtung gegründet, in dem extrem naiven Glauben, die Hitlerzeit wäre in 2-3 Jahren vorbei, man müsse jetzt irgendwie kulturell überwintern. Und sie nannten das Kulturbund Deutscher Juden. Den Nazis kam diese Gründung komischerweise ganz zu Pass, weil damit haben sich die Juden selbst ghettoisiert. Und später musste der Kulturbund Deutscher Juden umbenannt werden in Jüdischer Kulturbund. Es durfte keine deutschen Juden mehr geben. Und wir haben angefangen, Material zu sammeln. Wir fanden ein paar Überlebende des Kulturbundes in Deutschland, in den angrenzenden Ländern. Und irgendwann fiel uns auf, dass die meisten Überlebenden aus der Zeit in Amerika lebten. Vor allem in New York. Also sind wir beide, Eike mit Familie, ich ohne, für ein knappes Jahr nach New York gezogen, um von dort aus die Überlebenden zu besuchen und ihnen die Nachlässe abzuschwatzen. Ich glaube auch nicht, dass Eike den Schreibstil, den er hatte, gewählt hat, so wenig wie ich meinen Schreibstil gewählt habe. Wenn, dann hat dieser Stil uns gewählt. Wir sind das Medium, um irgendwas zu transportieren. Er schrieb so, wie er schrieb. Er hatte eine sehr solide Bildung. Er hatte viel Ahnung von Geschichte, viel mehr als ich. Er war ein extrem langsamer und extrem sorgfältiger Schreiber. Und er kerbte jeden Satz einzeln. Und zwar nicht aus dem Holz, sondern aus einem ganz festen Stein. Und das dauerte. Und das waren dann tolle Sätze. Aber. Und diese eine Seite, die er am Tag schaffte, hatte eine großartige Qualität.
Das ist die Form, in der ich mir am besten selbst was erklären kann. Und ich glaube, im Prinzip war es bei Eike genauso. Also Eike war kein Missionar. Wir haben uns ab und zu über Leute lustig gemacht, die eine bestimmte Zielgruppe im Auge haben. Das hatten wir nicht. Wir haben keine Zielgruppe gehabt. Und ich weiß, wenn ich gefragt würde, für wen schreibst du, dann sage ich einfach immer nur, vor allem für mich. Und ich glaube, bei Eike war das so ähnlich. Mein Umkehrpunkt gegenüber der Linken im Allgemeinen war die Entführung eines Air France-Flugzeuges nach Entebbe. Und das war, wenn ich mich nicht täusche, 76, glaube ich. Zu der Zeit kannte ich Eike noch nicht, mit Sicherheit. Aber das war sozusagen das Ereignis in meinem Leben, das mir klar gemacht hat, dass ich mit dieser linken Bande nichts zu tun habe, weil diese linke Bande fand diese Entführung erstens ganz prima, zweitens solidarisierte sich mit Idi Amin und den Entführern und fand, dass Israel eine flagrante Verletzung des Völkerrechts begangen hatte, indem es die israelischen Geiseln befreite. Das ist die Kurzfassung. Das war für mich der Punkt, Adieu zu sagen, mich von diesem Milieu zu verabschieden. Bei Eike war das vermutlich nicht so. Ich glaube, bei Eike ist es wirklich aufgewacht beim Golfkrieg, als die irakischen Scud-Raketen auf Tel Aviv regneten. Ich glaube, das hat ihm klar gemacht, nicht nur das, vor allem die Reaktion der deutschen Friedensbewegung. Ich erinnere mich, damals ist zum Beispiel Konstantin Wecker nach Bagdad gefahren, um dort Soli-Konzerte zu geben. Es gab eine Friedenskarawane von deutschen Friedensbewegten, die von Deutschland irgendwie per Anhalte oder per Autobus oder vielleicht auf dem Roller irgendwo nach Bagdad zogen, um dort das Leben der Schutzschilde sich anzubieten, damit irgendwelche wichtigen Anlagen nicht von den Alliierten bombardiert wurden. Und ich schaute mir das völlig fassungslos an, Eike genauso. Damals hingen in Berlin überall weiße Bettlaken aus den Fenstern und auch von den Balkonen, damit die Amis, wenn sie Bagdad angreifen, nicht versehentlich ein paar Bomben auf Berlin abwerfen. Es war eine vollkommen hysterische Zeit. Es war sowas von irre. Und jemand von uns, ich weiß es nicht mehr, wer es war, hatte die Idee, das Ganze ins Extrem zu treiben. Und es gab damals, oder es gibt sie immer noch an der Ecke Kurfürstendamm und Joachimsthaler Straße, ist es das, eine große Werbewand. Und da lief alle mögliche Werbung für Autos, für Urlaubsreisen. Wir haben dann den Betreiber der Wand gefunden und diese Wand angemietet, das heißt nicht exklusiv, aber alle 5 oder 10 Minuten kamen Sprüche von uns auf diese Leuchttafel, die wir uns ausgedacht haben. Unter anderem dieser Spruch, den du gerade zitiert hast, aber auch ein paar andere. Ich komme nicht mehr darauf, was für Sprüche es waren, aber ich habe damals alles brav fotografiert und festgehalten. Jedenfalls saßen Eike und ich genau gegenüber im Café Kranzler, im Freien, und warteten immer ganz gespannt und vollkommen aufgelöst, dass einer unserer Sprüche da auf dieser Wand erschien. Das Ganze hat irgendwie ein paar tausend Mark gekostet, die wir dann eingesammelt hatten. Wir haben so eine Soli-Aktion gemacht bei all unseren Freunden, und das waren meistens Linke, und man muss sagen, die haben das alle mitgetragen. Irgendwie hatte damals die sogenannte Friedensbewegung die Grenze überschritten. Nicht? Zu sagen, dass es berechtigt ist und begründet ist, Israel zu bomben, und dass eigentlich Israel der Angreifer ist und der Irak verteidigt sich nur, das ging auch vielen aus diesem Milieu einfach zu weit. Was mir sehr gut gefallen hat, noch besser gefallen hat, dass er damals schon keine Mühe hatte, seine antizionistische Phase auch zuzugeben, ohne sich dafür zu entschuldigen, weil er hat sich eben irgendwohin verrannt und das gehörte zu seiner Existenz. Und im Gegensatz zu Günter Grass brauchte er nicht 40 Jahre, um sich daran zu erinnern. Der Umschwung kam bei ihm relativ mühelos. Ich weiß nicht, vielleicht war es doch mühsamer als außer. Und irgendwann kippt das dann. Und dann natürlich das Bedürfnis, sich von der eigenen Mischpoche abzusetzen, viel stärker, als auf irgendwelche anderen Leute zu zeigen, mit denen man nichts zu tun hatte. Und wenn ja, dann eher widerwillig. Und das war für mich wahrscheinlich bis heute so die prägende Erfahrung. Diese Linken, nicht alle, aber viele, halten sich nicht nur für die besseren Menschen, sie glauben, sie sind auch gegen bestimmte Verfehlungen immun. Gerhard Zwerns hat damals gesagt, das war völlig apodiktisch, das war so per Ordre der Mufti und ex cathedra, ein Linker kann kein Antisemit sein. Wörtlich, ein Linker kann nicht. Offenbar gibt es Gene, die Linke nicht haben, die nur bei Rechten vorkommen. Nicht? Ich glaube, wenn ich so jetzt in der Distanz reden darf, die Deutschen, zu denen ich auch gehöre, die Deutschen werden Hitler nicht los.
Und ich glaube, es wird noch Generationen dauern, bis sie versuchen könnten, Hitler loszuwerden, was ich persönlich sehr bedauere. Und an dem Argument, es sind nur 12 Jahre gewesen, das Argument ist zwar fade und verlogen, aber es ist was dran. Es sind in der Tat nur 12 Jahre gewesen, aber diese 12 Jahre dauern immer noch an. Und ich denke, Hitler hat das Dritte Reich auf 1000 Jahre projektiert. Und dieser Hitlerwahn und der Judenwahn werden erst vorbei sein, wenn diese 1000 Jahre abgelaufen sind. Also ich glaube, wir haben noch ungefähr 930 Jahre vor uns oder 920 Jahre. Es ist eine kollektive Psychose. Wann das alles passiert ist, dass diese Erinnerungskultur anfing, sich zu entwickeln, ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß eins mit Sicherheit, Eike war der Erste und lange Zeit der Einzige und auch lange vor mir, der darauf hingewiesen hat, dass das Ganze ein gewaltiger Schwindel ist. Dass es nicht der Erinnerung an die Opfer dient, sondern eben dem, was er mit diesem genialen Satz beschrieben hat, die Wiedergutwerdung der Deutschen. Er war wirklich der Erste, lange vor mir. Und ich glaube, ich habe den Satz erstmal nicht verstanden, er ging mir erst später auf. Auch dieser wirklich geniale Satz, Erinnerung ist die höchste Form des Vergessens. Auch das ist wirklich eine Formulierung, die muss man erst sacken lassen. Nicht? Die kann man auf den ersten Blick oder auf den ersten akustischen Eindruck gar nicht begreifen. Er war wirklich der Erste, der hinter diese Attitüde des Bedauerns und der Selbstgeißelung gekommen ist. Und alles oder vieles, was Eike schrieb, kreiste um diese Erkenntnis, um diese Verlogenheit der Gedenkrituale. Frau Merkel bekommt in diesen Tagen von irgendeiner jüdischen Einrichtung einen Preis verliehen für ihre Verdienste um das Judentum. Also mehr Satire kann man nicht machen. Frau Merkel bekommt einen Preis für ihre Verdienste um das Judentum. Und natürlich wird der Preis von irgendeinem jüdischen Funktionär verliehen. Und in dem Fall ist die Ironie der Geschichte noch bösartiger. Dieser jüdische Funktionär ist ein Konvertit zum Judentum. Der sozusagen seine deutsche Identität abgelegt, sich dann eine jüdische zugelegt hat und jetzt Frau Merkel mit einem Preis ehrt für ihre Verdienste um das Judentum. Fehlt nur noch, dass Frau Merkel auch zum Judentum übertritt. Hasbe Chalila, wie man auf Hebräisch sagt. Da möge Gott vor sein. Das ist einfach nicht mehr zu fassen. Das ist auch ironisch nicht mehr darzustellen. Was heißt die Verdienste ums Judentum? Frau Merkel ist noch unser aller Kanzlerin. Ich nehme an, nicht mehr lange. Und was heißt Verdienste um das Judentum? Welche Verdienste kann man sich heute um das Judentum erwerben? Dass man jeden Juden einen koscheren Burger zum Frühstück serviert oder was auch immer. Was sind spezielle jüdische Interessen in diesem Land? Es gibt keine. Juden wie Nichtjuden sind interessiert am Rechtsstaat, an Demokratie, an Gewaltenteilung, am Gewaltmonopol des Staates und daran, dass alle bei Rot an der Ampel halten. Mehr ist es nicht. Und diesen Wahnsinn dieser deutsch-jüdischen absurden Symbiose hat Eike durchschaut wie kein anderer. Und das geht weiter. Ich habe jetzt nur als Beispiel, es gibt einen deutschen Komiker, der ist Didi Hallervorden. Und er hat kürzlich auf seiner Facebook-Seite gepostet, er träumt davon. Er träumt davon, endlich Israel kritisieren zu können, ohne in den Verdacht zu geraten, ein Antisemit zu sein. Sonst hat Didi Hallervorden keine weiteren Wünsche, nicht wahr? Er möchte nicht ewig leben, er möchte nicht, dass seine Filme in Kisuaheli auch gezeigt werden. Er hat nur einen Wunsch. Er möchte Israel kritisiert werden, ohne in den Verdacht geraten, ein Antisemit zu sein. Das ist einfach krank. Das ist einfach irre. Und diesen Zustand der Krankheit und des kollektiven Irreseins hat Eike Geisel wirklich genial beschrieben. Der Massenmord an den Juden gibt den Deutschen das Recht, darauf zu achten, dass die Opfer des Massenmords nicht rückfällig werden. Das ist es. Es ist eine Moralität, die daraus kommt, dass man so wahnsinnig gesündigt hat. Und entweder praktizieren die Deutschen einen absolut irren Sündenstolz oder sie praktizieren diesen wahnsinnigen Tugendstolz, den sie jetzt mit den Flüchtlingen praktizieren. Beides kommt aus derselben Quelle. Man möchte endlich wieder gut sein. Also ich glaube, 99% des sogenannten Gedenkens ist Kitsch. Ist schlechtes Gewissen, ist Lüge, ist Inszenierung. Es bleibt 1% aufrichtiges Bemühen. Also wenn ich zum Beispiel höre, irgendwo in einer deutschen Kleinstadt gibt es einen Lehrer und er macht mit seinen Schülern ein Projekt, die sollen mal gucken, wo früher jüdische Geschäfte waren, wo Juden gelebt haben. Ich glaube, das ist sehr ehrlich. Das ist wahrscheinlich dem Lehrer ein Anliegen und vielleicht bringt das auch die Schüler ins Denken. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber das ist keine Show. Das ist wirklich ein ernsthafter Versuch,
sich dessen zu vergegenwärtigen, was passiert ist. Aber alles andere ist ein Holocaust-Kitsch. Und dieser Holocaust-Kitsch, diesen Holocaust-Kitsch finde ich völlig unerträglich. Es gab eine 5-Jahr-Feier zur Einweihung des Mahnmals. Das wurde hier gefeiert. Weil zu der Zeit hatten bereits mehr Menschen das Holocaust-Mahnmal besucht, als im Holocaust ums Leben gekommen sind. Insofern hat sich das Mahnmal zahlenmäßig bereits rentiert. Und ein bekannter deutscher Historiker, auf dessen Namen ich gerade nicht komme, hat eine Rede gehalten, die wir Gott sei Dank aufgenommen haben auf Bild und Ton. Und in dieser Rede sagte er, es gibt Völker, die uns um dieses Mahnmal beneiden. Ist das nicht krank? Es gibt Völker, die uns um dieses Mahnmal beneiden. Vermutlich gibt es irgendwo in der Welt auch Völker, die uns den Holocaust beneiden. Ich nehme an, ein Teil der iranischen Führung beneidet die Deutschen darum, dass sie so entschlossen damals vorgegangen sind. Ich glaube nicht mal das iranische Volk, aber ein Teil der Bande, die heute das Land regiert, die tun das bestimmt. Ja, wir kommen immer wieder auf diesen Satz von Geisel zurück, die Wiedergutwerdung der Deutschen. Auch dieses idiotische, alberne Mahnmal in Berlin ist ein Versuch der Deutschen, wieder gut zu werden. Deswegen zum Beispiel muss das Mahnmal nur den Juden gelten. Ich meine, wenn man schon so ein Ding hinstellt, dann muss man natürlich auch, muss man ohne Debatten an die Zigeuner denken und an die Homosexuellen und an die Euthanasieopfer. Aber nein, dieses Mahnmal reflektiert die Opferhierarchie der Nazis. Für die Nazis hatten die Juden die Pole Position sozusagen in der Rangfolge der zu vernichtenden Schädlinge. Danach kamen die anderen. Und genau das reflektiert das Mahnmal wieder. Jews first. Juden zuerst. Weil man Eike heute noch lesen soll, weil er einfach prophetisch war. Man muss Eike heute so lesen, wie man heute noch Voltaire lesen sollte. Oder Tucholsky oder Karl Kraus oder Wolfgang Borchardt oder wen auch immer. Er hat einfach Sachen vorweggesehen mit einer Klarheit wie kein zweiter. Zu korrigieren wäre nirgendwo. Ich weiß nicht, wo sich Eike geirrt hat, aber falls er sich irgendwo geirrt hat, dann hat er sich auf einem hohen denkerischen Niveau geirrt. Und das ist immer noch lesenswert. Was er heute machen würde, ich weiß es nicht. Ich fürchte oder ich vermute, er würde heute schweigen. Weil die Wirklichkeit ist so irre geworden, ist so absurd geworden. Wenn zum Beispiel ein bekennender Antizionist, der auf der Navi Marmara mitfährt und sich dann furchtbar darüber beschwert, dass er unterwegs abgefangen wird, wenn dieser bekennende Antizionist, Klammer auf, also ein Judenhasser der modernen Fassung, Klammer zu, wenn dieser Mann zugleich Mitglied des Auschwitz-Komitees ist, dann kann man zynischer sich nicht mehr verhalten. Er feiert wahrscheinlich täglich den Tod von 6 Millionen Juden. Ich meine, er bedauert ihn und es rollen und es kollen die Krokodilstränen runter wie 2 Sturzbäche. Aber dann mit einer islamistischen Organisation nach Israel fahren und sich darüber beschweren, dass er nicht an Land darf. Das ist es. Das ist es, glaube ich, was heute die deutsche Schizophrenie auszeichnet. Und deswegen denke ich, ja, dann vergesst Auschwitz, weil euer Auschwitz-Gedenken spielt nur noch eine Rolle bei dem Versuch, Israel heute die Existenz abzusprechen. Ich weiß nicht, ob ich zu der Frage, was für ein Mensch war Eike, was sagen kann, weil natürlich drängen sich so diese üblichen Adjektive auf, die in Nachrufen immer gebraucht werden, gütig und angenehm. Er konnte auch unangenehm sein. Er war gelegentlich dogmatisch und auf eine Weise von der Richtigkeit seiner Ansichten überzeugt, die schon sehr schwer zu ertragen war. Aber ich habe es ertragen, weil ich bin genauso. Ich finde alle Ansichten richtig, mit meiner übereinstimmen. Und bei ihm war es genauso. Ich weiß nur, es gab eine Geschichte, die ziemlich schrecklich war. Als ich nach New York kam, von Tel Aviv aus, waren wir verabredet, dass ich als erstes zu ihm komme. Da ist mal Tag oder 2 Tage bleibe und mich dann umgucke, wo ich bleiben kann in New York. Und ich bin dann mit dem Taxi in die Stadt reingefahren, also vom Flughafen zu Eike in die Wohnung, habe dann geklingelt und es dauerte wahnsinnig lange, bis er aufmachte und dann kam eine ganz schwache Stimme, komm rauf. Ich bin dann raufgegangen, Eike lag auf dem Bett und war völlig hilflos. Und ich habe dann gleich 9-11 angerufen. 9-11 war damals noch nicht das Chiffre für Terror, es war die Nummer des Notdienstes, wie bei uns 110. Es kam dann ein Krankenwagen, hat ihn abgeholt. Eike hat einen Herzanfall. Und er hatte damals schon Schwierigkeiten mit dem Herzen, rauchte wie ein Schlot, wollte damit immer aufhören, hat aber nicht. Und dann, als er dann aus dem Krankenhaus, oder wo er damals war, zurückkam, hat er natürlich geschworen und gelobt, mit dem Rauchen aufzuhören.
Und zwei Wochen später rauchte er wieder. Das ist, glaube ich, eine sehr menschliche Eigenart. Aber bei Eike war das eine sehr sträfliche Nachsicht. Und manchmal denke ich, wenn er ein bisschen aufgepasst hätte, würde er heute noch leben. Das Klagelied über die Vergangenheit, die nicht vergehen will, hat sich nach dem 9. November 1989 in einen Triumphgesang verwandelt, mit welchem der unbefleckte Wiedereintritt in die Weltgeschichte gefeiert wurde. Kaum war die Grenze innerhalb Berlins ein Spalt breit geöffnet worden, da fielen im Bonner Parlament schon alle Schranken. Die Fraktionen gröhlten die Nationalhymne. Das hatte es zum letzten Mal Anfang 1933 gegeben. Die Teilung hatte dieses Land, wie man nun sehen konnte, nicht halbiert, sondern vor allem dessen Bereitschaft zur vorsätzlichen Amnesie verdoppelt. Und der regierende Bürgermeister von Berlin brachte die mit Hämmern und Alkohol durchgeführte Selbstabsolution auf die von allen Politikern übernommene Formel, dass dieser Tag ein historisches Datum sei. Die total entsorgten Gemüter und ihre freiwillig gleichgeschaltete Presse mussten erst wieder vom Ausland daran erinnert werden, dass dieses Datum längst ein historisches war. Das übermächtige kollektive Verlangen, den Prozess der nationalen Rehabilitierung der Deutschen als Deutsche endlich zum Abschluss zu bringen, kulminierte ein Jahr zuvor noch darin, dass 1988 Deutsche und Juden sich heftig versöhnten. Woran indes die damalige Zeremonie noch krankte, war nun behoben. Nun fielen sich nur rein Deutsche in die Arme. Aus dem von einer Mauer umgebenen Gefängnis ihrer eigenen Geschichte befreit, machten sich die Proletarier auf, um sich mit der Drohung »Wir sind das Volk« mit ihren bislang von einer starken Währung, Schweizer Schokolade und amerikanischer Kultur im Zaum gehaltenen Brüdern und Schwestern in einer Abstammungsgemeinschaft zu vereinigen. Die Wiedervereinigung mit der deutschen Geschichte ging dem nationalen Zusammenschluss voraus. Für die historische Versöhnung hatte man die Juden noch gebraucht. Mit der im November endgültig und unwiderruflich vollzogenen Verwandlung der beiden deutschen Staaten in die völkische Einheit Deutschland waren hingegen die im letzten Jahr so ausgiebig gefeierten Juden als Seelentröster ganz entbehrlich geworden. Wie es zum Selbstbild der bundesrepublikanischen Gesellschaft gehört, die Deutschen seien das erste Opfer Hitlers und die Nachkriegsgesellschaft eine Vereinigung von Hinterbliebenen gewesen, so präsentierte sich die Bevölkerung der DDR vom untersten Volkspolizisten bis zum höchsten Parteifunktionär als allesamt von ein paar Schurken betrogene Idealisten. Und natürlich hatten alle von nichts gewusst. Mit diesen Auskünften war auch dem letzten Zweifler im Westen klar, nicht, dass hier jemand seine sofortige Entmündigung verlangte, sondern dass es sich bei dem Mob, der nun zur Parole »Deutschland einig Vaterland« überging, tatsächlich um die eigenen Brüder und Schwestern handeln musste. Und gerade dieser Nähe wegen werden sie sich, wenn die Familienfeier erst einmal vorüber ist, auch künftig nicht ausstehen können. Zum ersten Mal, auch seit der blutigen Niederschlagung von 1848, hat der Begriff Volk wieder einen guten, einen aufrechten Klang, blochte Joschka Fischer in der Taz. Dieser gute, aufrechte Klang halte wieder in den Rote-Raus-Parolen der fundamentalistischen Montagsumzüge in Leipzig. Er halte wieder in den Schlägen, mit denen die vom Parteimitglied zum Volksgenossen aufgestiegenen Befehlsempfänger nun Ausländer malträtierten. Er halte schließlich wieder im Geräusch umstürzender Grabsteine auf jüdischen Friedhöfen. Einer Morgengabe, auf welche noch keine deutsche Volksbewegung verzichten wollte. Dabei hätten die Deutschen doch Grund genug, gerade den Juden für den erfolgreichen Abschluss ihrer nationalen Selbstfindung dankbar zu sein. Noch im letzten Jahr hatten sie sich in zahlreichen Ausstellungen, im Radio und im Fernsehen,
in Geschichtswerkstätten und in neu gegründeten jüdischen Museen über die Toten hergemacht. Je heftiger sie sich mit jüdischen Toten beschäftigten, desto lebendiger wurden sie selbst. Je gründlicher sie erforschten, was jüdisch sei, desto fundamentaler erfuhren sie sich als Deutsche. Kurz, am 9. November 1989 wurde ein kollektives Bedürfnis befriedigt, das der manischen Beschäftigung mit den Juden logisch von Anbeginn zugrunde lag. Seit alle wieder Deutsche sind, müsste es deshalb bei ihnen in unbefangener Umkehrung eines alten Grundsatzes nationaler Selbstvergewisserung heißen: Die Juden sind unser Glück. Denn was wäre ohne sie aus der Endlösung der deutschen Frage geworden?